So, und wieder mal willkommen zu Minecraft. Man sieht, neues Texturenpack. Komplett neu alles. Also echt ziemlich cool. Und ja, ich denke, wir müssen uns jetzt erstmal dran gewöhnen und so. Das Texturenpack heißt übrigens K32. Ja. Ich poste einfach da mal einen Link unten. Ich weiß gar nicht auswendig. Aber ist erstmal egal. Ja, hier ist ja auf alle Fälle unser Ding. Das ist alles hier total ungewohnt und so. Ja, unser Ding ist hier. Also das Dings ist das Ding. Und wir müssen irgendwie rauf. Ich hätte eine Leiter mitnehmen sollen. Weil wir haben hier Holz. Holz sieht übrigens auch extremst geil aus. Und wir haben hier sowas. Nee. Sowas. Da. Genau, das ist meine Leiter. Noch genau 6 reicht also nicht, scheiße. 6 Leitern kommen wir aber auch nicht wirklich weiter. Okay, jetzt ist langsam ein bisschen kompliziert. Brauchen auf alle Fälle Leitern ohne Ende. Und damit wir keinen Platz mehr haben, oder fast keinen Platz, machen wir einmal noch Fackeln. Und dann geht es eigentlich schon ab nach oben. Ich finde das Texturenpack einfach geil irgendwie. Also, so insgesamt echt geil gemacht. So, die ganzen Blumen hier. Und was ich vorhin noch gesehen habe. Also, ein Huhn. Nee, das habe ich ja nicht gesehen, aber. Ah, unsere Farm. Das war ein nice Problem. Ach, ich glaube wegen der Range vom Wasser. Ja, ich weiß, ich sag zu mir, ich soll das alles aufspielen machen mal lieber. Oder zumindest mit der Farm. Ich langsam echt schon langweilig wird. Andererseits, aber ich will eigentlich nichts offscreen machen, also. Ja gut, vielleicht mache ich bei der Farm eine Ausnahme, weil es ist echt das schon sehr, sehr lang und sehr, sehr fällt und alles. Deswegen. Denke ich mal, neu tun. Also, die ganzen Items und so, das schauen hier alle total gewöhnungsbedürftig aus. Nach Dark Matter haben uns so die ganzen Amulets und so, Amulets. Und ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Oh, ja, fast. Hier ruckelt das irgendwie gerade bei mir ganz leicht. Ich habe 47 FPS. Nehme gerade mit konstant 25 auf. Ich habe es von 30 erstmal wieder runtergeschraubt, weil es ist einfach zu übertrieben. Zumindest bei dem Texturenpack, das braucht immer Leistung und so. Und ja. So. Dann ist hoffentlich alles schon eine Kiste. Zumindest bald. Was haben wir? Pumpkin Seeds. Strings. Pumpkins. Und wo ist unser Samenzeug und so? Hä? Alles Huhn. Hä? Irgendwas ist aber gerade komisch. Doch, das braucht so ewig. Okay. Dann ist noch okay, aber trotzdem. Ah ja, da kommt sie eh schon. Weeds und Seeds. Reimt sich. Ja. Jetzt zum eigentlichen Ding. Wo ist unser Loch da? Da ist unser Loch. Ganz schön groß irgendwie. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier ein bisschen runterkommen. Hätten wir ausmessen müssen, mal schauen müssen, um wie viel Blöcke es noch fehlt. Boah. Ich denke, einige auf alle Fälle. Was ist denn da los?
Ach so, von unserem Rumgefälle. V. Nee, Steuerung V. Mann, macht er endlich. So. Oh Mann. Müssen wir eigentlich so viel abbauen und so? Aber ja gut. Das macht man nicht alles für Öl. Der Leiter schaut jetzt irgendwie voll episch aus. Oh. Das war jetzt natürlich Gewalt, also. Ja. Nein! Können wir gleich mal ausmessen, schon 4 Blöcke. Da ist noch 2, okay gut. Das glaube ich schaffen wir irgendwie, oder? Da brauche ich nochmal 2. Ja, ich glaube das kriegen wir schon hin. Denke ich mal, hoffe ich mal zumindest. Also. Man kann es nie wissen und so, aber. Ich denke, schaffen wir schon. So. Da nach unten. Und dann. Geht's alles schnell. Also, das ganze Ding ist echt riesig. Muss ich dann runterkrachen, oder? Gibt es eine andere Alternative? Ja, gibt's. Da machen wir es ganz einfach in Höhe, aber das machen wir. Und warten wir erstmal kurz. Wie viel wird das jetzt sein? Scheiße, ich hätte echt gleich danach nachschauen können und so. Egal. Ich sehe schon wieder irgendwie in Luft fliegen durch Creeper und so. Was irgendwie hier noch geil wäre, wenn man ein Tacket irgendwie so ein bisschen, wenn das Wasser irgendwie eine bessere Auflösung so hätte. Das ist irgendwie noch ziemlich geil. Oder zumindest besser animiert so. Eine Auflösung war jetzt wieder Müll. Klar, die Auflösung ist natürlich jetzt auch ein bisschen crap, aber ich meine das eigentlich so, die Animation und so. Also die sind. Naja klar, ist einfach zu sehr Minecraft-Style irgendwie, also bisschen besser, wenn die Grafik wenigstens wäre, das wäre ganz cool. Oh, so, so, nee. Ja, shit. War ja jetzt irgendwie klar und so, aber andererseits, wird nicht geschaut, verdammt. Eins noch, oder? So. Ja, genau, perfekt. Also ich weiß gar nicht, wieso wir es überhaupt das so extremst aufwendig und so alles aufreißen oben. Eigentlich war es geplant, dass ich dann sowieso noch mal eine Schicht drüber ziehe dann. Also muss das alles bitte geschützt ist und dass kein Dreck und so reinfällt. Man, entweder ich baue immer sofort 2 Blöcke ab oder es passiert gar nichts. Nein! Ach komm. So, hier ist ein langes Pfeil. Langsam haben wir es schon fast. Fast. Dann mach ich das nicht. Wo? Oh, da war doch. Nein, egal. Wieder Leiter usen. Ich
bin leidig, User. Ein. Lolle Creeper da hinten. Gold Creeper, Diamant Creeper oder Obsidian Creeper. Elemental Creeper oder. Das was ich mir auf dem. Tacket Surfer eigentlich auch ganz geil. Ah, gibt's hier wieder nicht. Weil man kann nichts mehr muten und so. Also jetzt, wenn ich nochmal irgendwie so Tacket-Style machen würde, dann würde normales Minecraft einfach muten ohne Ende. Klar, zu sehr ist natürlich auch scheiße, aber trotzdem. Also, vor allem ich spiele ja noch immer mit 1.2.5. Angeblich ist es schon mit 1.3 und so, aber angeblich, ja. Boah, ich da gerade neben mir stehen Creeper. Boah, Schock. Nee, ich will ja das Ganze doch ein bisschen anders machen. Brauchen wir erstmal eine einfache Schicht außenrum. Und wieder ewig viele Fackeln. Fackeln wir heute gar nicht lange und so. Lol, da unten muss was alles. Achso, ich dachte gerade. Also war ja unsere eigene Schuld durch unser eigenes Failen und Verschulden und so. Okay, es war eigentlich kein Failen, aber es war ja gewollt. Ein bisschen schöner machen, also werden wir früher und später sowieso noch machen. Ich weiß nicht, wieso es mir hier ruckelt. Also ich hoffe, es ruckelt in der Aufnahme jetzt nicht so oder gar nicht. Aber hier, jetzt so aktuell ruckelt es bei mir. Also wenn auch nur ganz wenig, aber es ruckelt. Und mit dieser kleinen Mikro-Ruckler da. So. Und natürlich ist das nicht alles. Natürlich noch eine Idee. Und zwar will ich dann einen Rand aus irgendwas anderem bauen. Was für ein fettes Kackloch. Das ist echt so ein riesiges Öl. Ding da. Also was da alles reinkommt. Hui. Wie wär's lustig. Jetzt müssen wir erstmal zurückgehen und dann können wir gleich das mal verbinden. Mit Fällen. Nee, mit Seeds und Weeds. Hä? Huhn? Ah, okay. Oh, Schwert. Wenn es irgendwie die EP schnell aufgesammelt oder ist das jetzt einfach keine Einbildung? Wahrscheinlich Einbildung. Die Tür ist ja fast unsichtbar schon und fast durchsichtig. Kurz was essen, so. Im Real Life wäre es gerade irgendwie auch nicht schlecht. Ich esse Brot und da sind Äpfel. Ich hätte es eigentlich gerne oder lieber das Apple-Logo drin. Boah, schaut das jetzt geil aus mit dem Boden und so. Extremst episch. Richtig geil. Boah, das Haus. Richtig professionell. Nur die Türen sind irgendwie total crap. Naja, auf weit weg geht's auch. Boah, alles so geil und so. Unsere Fenster. Boah. Das Marmor. Krank. Da haben wir Wolle. Aber erstmal haben wir zu viel Kohle dabei. Nee, so. Neue Batterien. Duracell? Ja. So. Was gibt's denn da eigentlich noch so? Wenn wir Dinger hinlegen würden, wäre ich auch ganz lustig. Eigentlich. Aber nur eigentlich. Die Fackeln sind ja auch animiert. Jetzt haben wir noch Müll dabei, eigentlich wenig. Brauchen wir nicht alles so mehr oder weniger.
Ah, was ich noch suche ist. Flower. Machen wir einen roten Rahmen außenrum? Oder was ist denn das für eine Farbe? Indigo Dye. Keine Ahnung, was das Spiel für eine Farbe ist. Wäre kann man ganz interessant. Ich denke, es ist schwarz. Ach nee, das ist falsche Item. Kann man es so einfärben? Mal kurz testen. Ah, blaue Wolle. Welche Farbe? Ach, ich glaube, das ist weiß, oder? Nee, blau sieht, glaube ich, auch ganz geil aus. Also natürlich einen ganz netten EMC-Wert von 48. Oh. Zeigen hier auch was. Natürlich ist was jetzt besser als sonst in Minecraft, aber an sich noch immer Rottenfleisch. An sich noch immer ein bisschen Crap. 85, ja dann. Wenn wir einen halben Stack davon nehmen, sollten wir ungefähr einen Stack rauskriegen aus dem ganzen Ding. War gar nicht mehr so schlecht. Und was brauchen wir noch? Ah. Das ist ganz was Wichtiges. Nee, noch wichtiger. Ich weiß nicht, wie die Fleischdinge aufsammeln. So. Und dann Seeds da. Ich weiß nicht, wie viele davon brauchen. Ich glaube, ich kann den Rest auch noch verbrennen. Ne? So, und der Rest ist irgendwo verschollen. Egal. Daraus bauen wir natürlich gleich mit Brot. Ist sowieso klar. Brot für die Welt. Und der Rest kommt wie gewohnt da wieder rein. Nee, nicht da. Weil aktuell ist das irgendwie zu klein. Ich glaube, es gibt zwar so extra Bags oder so. Ah, da muss ich erst wieder ewig recherchieren und so und Zucker. Boah, was ist denn das für ein Ding? Ach, Zuckerrohr, okay. Schaut das irgendwie ganz komisch aus. Nach Rohr schaut das irgendwie nicht mehr ganz aus. Bone Meal. Die Kakaobohnen kann man die irgendwo anbauen und so. Ist ein bisschen komisch alles, aber gut. Schneebälle. Snowballs. Bärs, Boys. Und. Boah, wir brauchen echt mehr Platz. Und ich überziehe schon wieder so hardcore. Sehe ich gerade.